Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Ultra Sonne, meine lieben Freunde. Wen habe ich denn eigentlich gerade vorne? Zitronen. Ja, können wir mal ausprobieren und schauen, wie weit wir tatsächlich mit ihr kommen hier im nächsten Champion-Kampf, den wir heute bestreiten werden. Wie immer zwischen den beiden Pokémon Storm Silver Nuzlocke Parts. Ein Champion-Kampf auf einem etwas höheren Niveau. Ob jetzt die Kämpfe dort schwieriger sind oder hier, das überlasse ich mal eurer Entscheidung. Es ist Fran. Fran haben wir bereits bekämpft. Von daher ist das jetzt zunächst mal sehr, sehr uninteressant für uns. Ich hoffe einfach, dass ich diese Sache nicht ewig resetten muss, sondern dass die Leute, die ich suche, dementsprechend schnell vorbeikommen werden. So, Versuch Nummer 2. Oh, Tom, das ist ja nett. Und ich bin froh, dass du mich immer wieder mit deinen schönen Kommentaren haltest. Und nope, Bromley haben wir ebenfalls schon besiegt. Fran und Bromley kommen beide ja mehr oder weniger aus der gleichen Ecke. Wobei ich es gut finde, dass man gegen die beiden sozusagen nochmal neu kämpfen darf. Was interessant ist, dass diejenigen, die politisch ihre Inselwanderschaft scheinbar nun beendet haben. Obwohl sie jetzt sozusagen die Anti-Inselwanderschaftskoalition dargestellt haben. Und ich bekomme gerade so ziemlich jeden rein, der gegen den ich schon gekämpft habe. Außer den, gegen den ich kämpfen möchte. Beziehungsweise es ist ja nicht nur einer, sondern es sind mehrere, die hier zur Auswahl stehen. Weil ich meine, ich könnte den Part jedes Mal unterbrechen. Was ich mir aber mit der Zeit ziemlich langweilig vorstelle, wenn ich fünfmal den Part neu beginnen müsste. Oh, wobei, ich glaube, wenn ich jetzt das fünfte Mal wieder niemanden bekomme, dann mache ich das einfach. Aber ich meine, ihr müsst euch vorstellen, so innerhalb von kürzester Zeit die ganze Zeit sagen, yo, willkommen zurück und bla bla bla, da... Es kann einem nur langweilig werden. So. Was mit einer neuen Frisur? Vielleicht. Ach komm schon, Kukui. Okay. Ich werde es noch ein einziges Mal probieren. Wenn ich das, wenn ich es dann wieder nicht schaffe, dann werde ich diesen Part neu starten müssen. Und entweder ich schaffe es jetzt, dann werdet ihr diesen Part sehen. Dann wisst ihr also, dass es jetzt kommt. Oder ich werde es nicht schaffen. Und dann werdet ihr es hier gar nicht sehen. Folglich werdet ihr es niemals hören. Was hatte ich von Kukui? Wow, voll der Fan. Ja, weil er ist einfach cool. Deswegen kann man sich außerdem immer verlassen. Yes! Ihr werdet den Part sehen. Hey, ich bin Ryuki. Und ich bin nicht irgendein dahergelaufener Trainer, sondern ein Star. Ihr habt das richtig gehört. Und weil ich ein Star bin, so meine Pokémon es auch. Was jemand wie ich hier macht, ist doch klar. Ich bin ins weite Feld der Alola gekommen, um meinen rechtmäßigen Platz einzufordern. Solltest du nicht in der Arena chillen? So, das ist sozusagen der einzigen Rückkampf, den ich nicht wirklich gut finde. Oder den einzigen Herausforderungskampf. Ich hätte sogar Tali gut gefunden, muss ich sagen. Ich wollte ihn nur als Champ nicht, aber als sozusagen Herausforderer finde ich ihn sehr, sehr passend. Knackrack? Knackrack? Ja, damn. Gehen wir zu Borgdrohne. Aber das Ding ist halt, dass wir ja schon in der Arena regelmäßig Rückkämpfe gegen ihn machen können. Deswegen verstehe ich ehrlich gesagt nicht, was der Mehrwert sein soll, ihn nun hier auch noch bei den Top 4 zu haben. Versteht ihr mein Problem? Da bin ich so ein bisschen unentschlossen. So, ich werde dann mal hier loslegen. Ich hoffe, er hat keinen krassen Counter-Move. Er hat ihn! Natürlich hat er ihn! Weil alles hat heutzutage Gift-Attacken, wie wir wissen. Ach, verdammt! Okay, jetzt muss ich mich darauf verlassen, dass ein Zauberschrein ihn umbringen kann. Faltereigen kann ich... Ich meine, ich... Ich finde Faltereigen immer noch ein klasse Move, nur ich schaffe es einfach nie. Einfach nie ein Setup damit zu machen. Weil immer irgendjemand Gift kann. Das ist so frustrierend. Jetzt haben wir zum Beispiel Tortunator. Das ist jetzt auch nicht wirklich etwas, so dass sich das Setup nicht mehr gelohnt hat. Ich benutze mal House of Doom hierfür. In der Hoffnung, dass ich schnell und effektiv ausscheiden kann. Ich werde jetzt auch hier nicht auf Set spielen, sondern versuchen, das auszunutzen. Und hey, ich habe ihn outspeeded. Yay! Und tatsächlich. One hit KO. Geil. Aber wie gesagt, ich finde, da hätte man jemand anderes hin tun können. Jemanden,
Gegen den man dich sowieso schon in den Arenenrückkämpfe machen kann, regelmäßig. Shenlong. Da werde ich jetzt in der Borg-Drohne reinschicken und werde direkt ein Heilungs-Item verwenden. In der Hoffnung, dass Shenlong nicht Matschbombe oder so einsetzt hier. Und damit wieder die Type-Coverage-Rolle durchbricht. So, Top-Trank benutzen, sonst würde ich ja nur 120 KB zurückbekommen. Jo. Schallwelle. Das dürfte... Wow! Wie viel Schaden hast du gemacht, Bro? Ja, dann whatever. Hier. Puh. Man meint, Bundle bestimmt immer gegen neutrale Attacken, aber wenigstens konnte ich ihn jetzt mit einem tatsächlichen schnellen, effektiven Schlag erledigen. So, Dragoran könnte schwierig werden. Gute Spezialverteidigung. Mal schauen, ob ein Zauberschein ausreicht. Oh, es reicht aus! Wundervoll. Mit dem Mondgewand wäre ich ziemlich sicher gewesen, dass es ausgereicht hätte, aber hier. Und Grandiras als Grande Finale. Weswegen ich auch das vermute, ob er nicht vielleicht tatsächlich der siebte Captain war und irgendwie einfach keinen Bock mehr hat. Aber wer weiß das schon. In jedem Fall habe ich super ohne Faltreigen sweepen können. Das war sehr, sehr erstaunlich. Level 71. Geil. Jetzt muss ich erstmal meinen lauten Schrei ausstoßen, um meine Pokémon aufzuheitern. Okay, dann mach das aber bitte nicht hier direkt. So ist das Leben. Das erinnert mich an die Zeit, als keiner meine Scheiben kaufen wollte. Die Leute liebten mich zwar, aber der Volk wollte sich nicht einstellen. So eine Situation darf man nicht aufgeben, aber es ist immer weiterspielen. Du hast das anscheinend verstanden, Champ. Ja, das habe ich wohl. Gut, in jedem Fall haben wir erneut unseren Titel verteidigt. Mit diesen Stars, die, was die Level angeht, immer weniger aufsteigen werden zwischen den Parts. Was natürlich auch daran liegt, dass das CP-System so eingestellt ist, dass sie zwangsläufig langsam weniger aufsteigen müssen. Aber immerhin habe ich jetzt mit jedem die Level 70 Phase überschritten. Fehlen nur noch 7, bis ich das unglaubliche Level 80 Reitschuss meine Pokémon Mond Let's Play eingeholt habe, bei dem ich immer noch im Überlegen bin, wie zum Teufel ich es in Pokémon Mond geschafft habe, ein Pokémon bis Level 80 zu trainieren, ohne dass ich allzu viel gemacht hätte. Ich meine, gut, ich habe natürlich auch da die Top 4 Rückkämpfe gemacht, aber vieles von dem, was wir hier jetzt gesehen haben, habe ich doch bisher eher ausgelassen. Gut, Leute, wenn dieser Part euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr abonniert, damit ihr nichts verpasst. Wenn ihr meinen Social Media Kanälen folgt. Und wenn ihr bis zum nächsten Mal mich auf Patreon unterstützt. Das nächste Mal sehen wir uns hier wieder zu Pokémon Ultra Sword. Ich freue mich auf euch. Bis dann.